mal wieder mit einem neuen Thema. Aber bevor es losgeht, wollte ich dir gerne mitteilen, dass ich gerade bei Instagram ein Gewinnspiel, also eine Verlosung am Laufen habe. Ich blende dir hier mal meinen Kanal-Dings da, nee, mein, nicht Kanal, mein Profil ein. Ich verlose nämlich eins meiner Taschenbücher und noch so ein paar andere kleine Sachen kommen da mit ins Päckchen. Und das Ganze geht noch bis, ich glaube, es ist der 7.10., also bis Freitag, der erste Freitag im Oktober, genau, bis 20 Uhr. Einfach einen Kommentar da lassen und dann landet man im Lostopf. So, heute möchte ich über One-Night-Stands reden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch selber gar nicht so ein typisches One-Night-Stand hatte. Was versteht man unter einem typischen One-Night-Stand? Ja, man geht irgendwie feiern im Club oder so und lernt da jemanden kennen, geht mit zu ihm nach Hause oder zu einem selbst, verbringt eine Nacht und sieht sich dann nie wieder. Also sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Aber wer mein Buch gelesen hat, weiß auch, dass ich dachte, dass es auf einen One-Night-Stand hinauslaufen wird. Ja, man hat sich halt dann aber doch häufiger gesehen. Also solche Situationen hatte ich halt schon. Auch dieses Jahr hatte ich, ja, über die Erfahrung habe ich tatsächlich noch gar nicht gesprochen oder meinen Blog geschrieben, weil das für mich so ein bisschen was Besonderes war und ich das irgendwie schützen möchte. Darum werde ich jetzt auch nicht mega näher darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr einen Mann getroffen, mit dem ich nur eine Nacht verbracht habe und ich es dann eben auch als One-Night-Stand so abgetan habe. Aber es war halt nicht, dass man sich vorsätzlich für Sex getroffen hat oder so. Es hat sich halt dann so ergeben und darum war das, glaube ich, auch so schön. Aber wäre er noch in Hamburg geblieben, dann hätte man sich mit Sicherheit nochmal gesehen. Also er hat auch gesagt, dass er mich wiedersehen wollen würde. Aber er ist bis heute nicht zurück. Kann sein, dass er noch irgendwann zurückkommt, aber ob er dann. Also wir haben auch bis vor ein paar Monaten noch miteinander geschrieben, eigentlich nur vor ein paar Wochen. Also noch hat er mich nicht vergessen. Also kann es sein, dass es auch nicht bei dem mal bleibt, aber whatever, weiß man nicht. Auf jeden Fall wollte ich mal über dieses Thema sprechen, weil ich ein bisschen so das Gefühl habe, dass One-Night-Stands so ein bisschen unter einem schlechten Licht in dieser Gesellschaft stehen, gerade wenn Frauen gerne One-Night-Stands haben. Dann werden sie ja gerne auch mal so als billig abgetan und so. Und ich finde dieses Denken einfach uncool. Weil jeder ja für sich selber wissen muss, was er mag und was nicht. Und darum dachte ich, mache ich jetzt einfach mal so ein Video darüber, damit du dir vielleicht bewusst werden kannst, ob das was für dich ist oder eben nicht. Das hier ist jetzt ein perfekter Cut gewesen. Nicht nur, dass wahrscheinlich das komisch ist, dass das so mitten im Gespräch sozusagen abgehackt ist, sondern jetzt ist das Bild ja auch noch anders, aber ich habe den Autofokus doch abgestellt, weil ich so viel mit den Händen immer rumfuchtel, dass das, glaube ich, halt mega nervig ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum das Handy das so komisch macht mit dem Bild so. Naja, auf jeden Fall ging es ja jetzt darum, sich bewusst zu werden, ob man das Bedürfnis nach One-Night-Stands hat oder nicht. Weil oft ist es im Leben ja so, dass wir Situationen haben, wir handeln und fühlen uns hinterher scheiße und wissen eigentlich gar nicht warum. Und es ist halt meistens so, dass wir gegen unser Bedürfnis oder gegen unsere Werte gehandelt haben. Und darum finde ich es eigentlich ganz praktisch, wenn man sich mal über gewisse Dinge so Gedanken macht und sich dann auch bewusst wird, ja, was einem eigentlich wichtig ist. Und dementsprechend kann man ja dann auch anders handeln. Ja, und ich habe mich natürlich auch hinterfragt, ob One-Night-Stand was für mich ist. Ich kann natürlich jetzt nicht klar ja oder nein sagen, weil sonst ist das so, in 5 Jahren sieht man mich irgendwie mit einem Typen weggehen und dann heißt es, ja, aber du hast ja damals in deinem Video gesagt, dass du sowas gar nicht machst. Nein, also pauschal kann ich das natürlich nicht sagen, wenn die Situation halt irgendwie passt, man auf einer Veranstaltung ist und da ist jemand, den ich anziehend finde und er findet mich anziehend, aber sonst hat man gar keine weiteren Interessen, dann verbringt man eine schöne Nacht miteinander und dann war es das halt. Ja, darum, ich bin sowieso so ein Gefühlsmensch, ich handle nach den Situationen und fahre mich dann nicht auf irgendwelche Glaubenssätze fest und sage, nee, das machst du jetzt nicht, weil du das mal irgendwie gesagt hast oder, ne, ich handle dann intuitiv. Aber grundsätzlich sage ich, dass One-Night-Stands nichts für mich sind. Das bedeutet eben auch, dass ich nicht vorsätzlich danach suche und mich vorsätzlich mit Männern treffe, um mit denen mal nur eine Nacht zu verbringen. Mein Bedürfnis befriedigt das einfach nicht, obwohl ich das schon nachvollziehen kann, dass es das irgendwie einen Kick hat, jemand Fremdes und so.
Ja, aber es ist eben nicht mein Bedürfnis. Also ich würde mich hinterher wirklich schlecht fühlen. Ja, also man kann das dann natürlich differenzieren und sagen, so ja, scheiß drauf und ich muss nicht schlecht über mich denken, wenn ich das mache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich wertschätze mich da nicht. Das ist eben mein Empfinden und jeder hat eben seine eigene Moralvorstellung und seine eigenen Bedürfnisse und dann finde ich es auch scheiße, gerade wenn jemand eben total locker drauf ist und eben das Bedürfnis hat, mit vielen Menschen zu schlafen, egal ob Mann oder Frau, dann sollte man ihn nicht dafür verurteilen, nur weil er nicht meine Moralvorstellung lebt. Also das finde ich irgendwie komisch. Man sollte andere Bedürfnisse und Moralvorstellungen total akzeptieren und respektieren und dann nicht sagen, ja, wer bist du denn? Und den abwerten. Dieser Mensch ist nicht dafür geboren worden, nach meinen Moralvorstellungen zu leben und Menschen haben nun mal auch unterschiedliche Bedürfnisse und das ist doch auch total interessant und cool. Also ich finde das jedenfalls cool, wäre doch total langweilig, wenn wir alle gleich wären. Und das muss mal in unsere Köpfe rein, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Ich habe das jetzt ja auch schon erlebt, weil gerade irgendwie meine Amorelie-Videos so voll nach oben geboomt sind, dass jetzt Leute natürlich auch darauf reagieren und können sie auch gerne machen. Ich persönlich kann das aber nicht nachvollziehen, dass man Menschen irgendwie was Negatives unter die Videos schreibt. Weil ich möchte nicht, dass sich jemand durch mich schlecht fühlt, aber andere Menschen meinen eben, dass alle nach ihrem Bild leben müssen. Ich verstehe das halt nicht. Die meinen halt, ich sei kindisch oder so. Ja, bin ich halt. Ich kann aber auch mega erwachsen sein, also so oder so. Und nur weil jetzt jemand viel Sex hat, viele One-Night-Stands, ist nicht gleich eine Schlampe oder ein Arschloch oder was es da für Begriffe gibt. Es kann ja auch sein, dass dieser dann sagt mit 30, oh nee, jetzt geht gar nicht mehr, jetzt bin ich so krass monogam. Man kann ja auch seine Moralvorstellungen, seine Bedürfnisse, das kann sich ja auch im Laufe des Lebens verändern mit den Erfahrungen und so. Also darum, schau einfach bei dir, was sind meine Moralvorstellungen? Bin ich total offen? Habe ich einfach das Bedürfnis danach, viele Menschen kennenzulernen und Erfahrungen und Erkenntnisse so zu sammeln? Oder eben nicht? Sehne ich mich eben nach einer monogamen Beziehung, nach einer festen Partnerschaft? So lebt es sich besser, wenn man sich mal über solche Sachen Gedanken macht und dementsprechend dann auch handelt. Ja. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, die Botschaft kam so einigermaßen durch. Ja, ich bin fertig. Ich habe fertig. Und denk dran, an der Verlosung teilzunehmen auf Instagram. Also, falls du Bock hast. Ne? Wenn du jetzt gar keinen Bock hast, mein Buch zu lesen, dann natürlich nicht. Und ich glaube, ich werde auch im Forum wieder einen Beitrag zu diesem Thema starten. Und ja, da kannst du dann einfach deine Erfahrungen und so mitteilen. Ich finde das immer ganz interessant und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du vorbeischaust, und der Link ist ja auch in der Infobox. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.